Moin Moin und Waldmannsheil. Wilde Küche, die nächste. Vorab muss ich mich vielleicht schon mal pro forma entschuldigen, gerade ist es windstill, aber es könnte sein, dass das Mikro die ein oder andere Windböe fängt. Ich habe zwar den Puschel hier dran und ich habe auch einen Receiver für den Puschel dabei. Das Problem ist, meine Hauptkamera ist aus der Reparatur zurück. Ich habe die eingepackt mit 3 Akkus, die sind alle leer. Und für die GoPro, mit der ich gleich noch andere Sachen vorhabe, habe ich das Adapterstück für das Mikrofon nicht. Ihr werdet aber gucken, dass ich in jeder Windböe einfach Pause mache. Wir kriegen das schon hin. Ja, Rehkeule aus dem Dutch Oven. Ich warne euch vor, das wird kein klassisches Rezeptvideo mit 500 Gramm davon, 500 Gramm davon. Derweil Dutch Oven ist, finde ich, ein schwieriges Thema, um sowas zu machen. So, ich mache das jetzt in so einem Dutch Oven mit so einem Durchmesser. Jetzt hat Zuschauer A so einen Dutch Oven und Zuschauer B so einen Dutch Oven. So, wenn ich euch jetzt sage, das und das und das und das in der Grammatur ist das beste Rezept für die beste Rehkeule aus dem Dutch Oven, dann wird der mit dem riesen Dutch Oven zwangsläufig sagen, Felix hat sie nicht mehr, Alter, das Ding ist noch nicht mal halb voll. Und derjenige mit dem Mini Dutch Oven wird sagen, jetzt habe ich das so, wie Felix gemacht hat, und ich habe hier die Hälfte von meinem Gemüse übrig. Als kleinen Anhaltspunkt lese ich euch einfach gerade mal unsere Zutatenliste, die wir da reingerödelt haben, schnell vor. Wir haben genommen 500 Gramm Karotten, 2 Stangen Lauch, 1 Knolle Sellerie, 500 Gramm Zwiebeln, 6 Zehen Knoblauch, 2 Äpfel, das waren Boskop, 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Koriander, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren. Und dann noch eine halbe Flasche Rotwein und ein 500 Milliliter Glas Wildfond. Das war unsere Zutatenliste. Zum Thema Dutch Oven muss ich auch gerade noch was sagen, weil da kamen beim letzten Mal auch Fragen mit der Kohlenzahl. Und das ist genau dasselbe wie mit der Dutch Ofengröße, Leute. Wer einen größeren Dutch Oven hat, der braucht natürlich mehr Kohle. Wer einen kleineren hat, braucht weniger Kohle. Ich habe, bevor wir das mit der Rehkeule gemacht haben, weil das war auch für uns Premiere und es hat auf Anhieb super geklappt, ein bisschen rumgegoogelt und da gibt es dann Leute, die sagen, 15 Kohlen unten drunter und 3 oben drauf. Und das ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Weil die wissen ja gar nicht, was ich für eine Dutch Ofengröße nutze. Mein Tipp, Einschichtthermometer. Ich habe mir eins bei Amazon gekauft für einen schmalen Taler. Das war aber top bewertet und das klappt super. Das reingesteckt, Deckel drauf, dass das Kabel rausliegt. Und dann geht hier einfach nach Kerntemperatur am Knochen gemessen. Rosa müssten 55 bis 58 Grad sein und Well Done 58 bis 61. So haben wir es gemacht und ich glaube, am Ende des Tages hatten wir die Keule 2,5 Stunden in dem Dutch Ofen am Schmoren. Und bevor ich euch jetzt die 5 Minuten Timelapse oder 4 Minuten, ich bin mir gerade nicht sicher, Timelapse von der Zubereitung vom Rohmaterial zur fertigen supergeilen Rehkeule zeige, noch eine kurze Frage an euch. Ihr habt euch vor 1,5 Jahren gewünscht, dass wir Sachen mit Kochen machen und so. Ich habe jetzt auch schon so 2-3 Sachen gemacht, obwohl ich euch von Anfang an gesagt habe, ich fühle mich damit unkomfy, weil davon habe ich echt nicht so die Ahnung. Und ich würde das hier gerne als Stimmungsbarometer nutzen. Wenn ihr das, was wir bis jetzt gemacht haben mit Wilde Küche, Wildkochen, gut gefunden habt, dann haut einfach jetzt mal unten auf den Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da, was euch gefallen hat, was man besser machen könnte, dass ich einfach mal so ein kleines Feedback habe, wie euch die ganze Geschichte mit der wilden Kocherei so gefällt. Und jetzt hat Felix genug gesabbelt, Film ab!
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich sag, wie immer, wem es gefallen hat, denkt dran, ein Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sag Horrido und weit mal Zeit.